So, jetzt müssen wir doch endlich das Ding hier schaffen. Warum dreht er sich jetzt so? Oh, das mit dem Panzer, das, die Mission, die ist... Nee, ich will diese Richtung. So. Nein. Zurück. Nein, hallo. So. Da lang. Ich glaube, wir müssen irgendwie hauptsächlich schaffen bei Dings. Ah, hier sind wir falsch. So. Bei Pimper Horse in der Nähe zu sein und dann versuchen, Pferd zu klauen. Ganz schnell. Aus Panzer aussteigen, Pferd klauen, weil wir die 30 geschafft haben. Auf dem Weg. So, da haben wir einen. So, kommt der nächste? So, und da ist der nächste. Schnauze. Keine Musik. Komm, pipp den doch mal. Warum lenkt er sich in den Wagen ein, ey? In den Karren. So, da kommt noch einer. Laut ein Pferd bestimmt. Komm, erledige den. Jetzt den. So, vier fahren noch. Und der nächste. So, wir bleiben jetzt hier in der Nähe. Versuchen hier so viele Pferde wie möglich irgendwie zu halten. Dass wir... Nein. So, da haben wir wieder. Dann können wir ganz schnell da durchreiten. So, da bleiben auch noch ein paar Pferde. Nein, nein, nicht das Pferd. Oh. So, den haben wir erledigt. Hälfte erreicht. So. Brauchen ein lebendiges Pferd auf jeden Fall. Den haben wir erledigt. Das Pferd muss am Leben bleiben. Können wir schnell da durch. Wichtig. So, komm. Kommen noch welche? Da. Ja. 17 Wachen. Müssen welche kommen. Ja, da kommt jetzt endlich wieder einer. Ey, übertreibt nicht! So, 18. Und der nächste angeritten. Was trifft den doch? 5 Panu. Yeah, bist du da hinten? Den haben wir auch erledigt. 10 noch.
Kommt schon wieder der nächste. Ja. Neun. Komm. Muss jetzt endlich klappen. Komm, ich möchte jetzt ein. Und da kommt schon einer wieder. Ich sehe dich auf einem Minimap. Nein. Ja. Wieder noch 8. Da kommt einer. Noch 7. Dich brauche ich am Leben. Du musst stark sein, ja? Stark bleiben. Egal was kommt. Du auch. Und wieder einer. So, noch 6 Mal. Nicht auf ihn schießen. Muss die Versuchung widerstehen. Wieder einer? Ja. Ja, ja, ja. Komm. Fünfmal noch. Bitte beeilt euch. Ich brauche euch. Ein. Ein Pferd haben wir verloren. Aber immer noch zwei hier. Ja. Komm, komm. Nicht aufs Pferd schießen, nicht aufs Pferd schießen. So. Bin jetzt gespannt eigentlich, was unsere Killquote jetzt wegen dem Panzer ist. Wie oft wir jetzt hier Wachen gekillt haben. Die muss jetzt, glaube ich, schon allein für diese und letzte Folge schon bei um die 100 sein. Also mehr als 100 auf jeden Fall. 100. 120, 130, 150 vielleicht sogar. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir jetzt diese Mission wiederholen mussten, weil wir ja, jedes Mal den Wagen kaputt bekommen hatten. Aber wir haben jetzt immer ein 3 fertige stehen. Und wir ganz schnell da rein können. So, 2 Wachen brauchen wir. Lebendig am besten. Töten können. So, wir warten jetzt. Ich glaube, wenn wir warten, kommen die irgendwie gar nicht. Muss ich mich bewegen? Okay, vielleicht. So, jetzt haben wir 4 Pferde. Da kommt wieder einer, ja. Nicht das Pferd klauen, nicht das Pferd klauen. Einen noch. Einer. Einen brauche ich noch. Komm. Ich brauche einen. Eine Wache. Bitte nur um eine einzige Wache, ja? Die ist mir wichtig, die eine letzte Wache. Dann steigen wir schnell aus, nehmen uns das Pferd hier und schnell reiten da rein. Ja, da kommt sie. Letzte Wache. Ja, jetzt haben wir. Jetzt haben wir sie. Ich will das Pferd. Ganz schnell, schnell, schnell. Nein, 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 nein. Komm, so, ganz schnell. Gleich drücken deinen Panzer. Ja, ich brauche erstmal. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Bring den Panzer zurückzuwinnen, ja. Wir haben es geschafft. Jetzt dürfen wir erstmal, bis wir bei Wind sind, nicht ballern. Müssen jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Wir dürfen nicht in Versuchung geraten.
Feier den Panzer auf jeden Fall, der ist so geil, aber wir dürfen jetzt nicht in Versuchung. Nicht ein bisschen. Dann. Ich bin auch ein bisschen mit Herzrasen gerade, so ein bisschen nervös, so wegen dem Panzer, ey. Da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir gar nicht durch. Okay, zweimal haben wir jetzt geballert. Die haben uns aber keine Fahndung gebracht. Gehen wir Gas. Wären wir schon da. Haben wir es endlich geschafft. Hier sind wir sicher. Das nenne ich mal ein Meisterwerk. Ich würde zu gerne das Gesicht des Königs sehen, wenn ihm morgen die Zeitung vorgelesen wird. Ich habe sein Charisma mit seiner Auffassungsgabe multipliziert und dann das Ergebnis durch seinen Intellekt geteilt. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass er dumm wie Brot ist. Ja, wunderbar, das passt perfekt. Ich muss sagen, dass das ziemlich Spaß gemacht hat. Wissenschaft ist ziemlich cool. Bist du nicht dankbar für dieses Panzererlebnis? Oh. Ja, manchmal denke ich, dass mein komödiantisches Talent hier vergeudet ist. Vielleicht sollte ich anfangen, Vorträge über Witze zu halten. Jedenfalls danke ich dir für deine Mitarbeit. Es war eine ganz wunderbare Studie. Pass auf dich auf, Win. Du bist ein luftiger Kerl. Lebe wohlgeheilt. Du kannst den Panzer benutzen, wann immer du möchtest. Nice. Nice. Drücke E, um mit dem Morse-Gaudi zu beginnen. Panzer, können wir Morse-Gaudi machen? Töte 40 Menschen mit dem Panzer. Ja. Ich hänge hier fest. Oh. Nein. Was ist mit dem? Warum hängt er da fest? So. Oh. Steuerung ist manchmal echt doof. Jetzt brauchen wir erstmal Menschen. Ich hätte vielleicht ein bisschen später anfangen können. Mit der Morse-Gaudi. Egal, 40 Menschen, die schaffen wir wohl, ne? Jetzt aber keine Menschen. Gehen wir ein bisschen Gas. Ja. Zwei haben wir schon. Du bist ein Mensch. Du zählst mit. Komm. Ja, den haben wir auch. 45. Aber das schaffen wir nicht mehr von der Zeit. Fahndung. Einmal Menschen. Komm. 10 von 40, aber das schaffen wir echt nicht mehr. Egal, dann würde ich sagen, wir hauen eben ab. Mit dem Panzer so weit es geht. Nein. Menschen. 12 haben wir. Ist echt scheiße mit dem Panzer. Oh, das Mensch. 13. Aber schafft man nicht mehr. Ne. Ne, schafft man. Jetzt haben wir aber. Die Wachen am Arsch.
Hinten gab es eine Panzerung auf jeden Fall. Die wollen wir jetzt holen. Da ist die. So, Schwert. Ja, Mann. Komm, steig doch hin. Hier ist der Eingang. Steig ein. Ja. Wir haben hier unten aber noch eine Quest. Und hier noch eine Hütte zu kaufen. Quest oder zur Hütte? Ja, die Hütte machen wir spät. Ungenietet. Wenigstens den Ritter jetzt erstmal los. Okay. Nein, die Rüstung. Boah, die Rüstung hält aber wenig aus. Komm, gib mir dein Pferd. Gib mir dein Pferd. Ja, wie läuft der? So, jetzt gib mir dein Pferd. Was mit der Rüstung? Hat was mit der Rüstung? Na, da unten gibt's noch einen Zettel. Warnungsbrief. Nur einer Fahndung müssten die auch gleich wieder verschwunden sein. Oh, viel Gold. 604. Boah. Das ist der letzte. Und das war's. Dann nehmen wir das Panzerpferd. Ja. Hier liegt noch Gold. Und die Laute haben wir wieder. Ah, nice, da oben liegt auch noch Gold. Den holen wir auch noch. Oh, hier liegt jede Menge Gold. Hm? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind ungefähr. Ja, wir sind wieder vom Stadttor, genau. Man muss hier überall irgendwo noch Gold drin. Hm? Tut's nicht. Aber dann gehen wir noch mal da. Warte mal, hier vorne erstmal Leben aufladen. Schild. Neues Schild holen. So. Und wieder Gold eingesammelt. Gold. Hier haben wir Gold. Haben wir Gold. Und zurück mit zur Panzerung. Da oben irgendwo war Gold. Da ist auch noch mal Gold. Ah,
Nicht umreiten, ne. Disneyland, genau, hier sind wir richtig. Dann müssen wir hier außen rum. Und da ist die Panzerung, ja. Nice. Jetzt sind wir ein richtiger Ritter. Mit einem gepanzerten Pferd und gepanzerter Rüstung. Und können nicht um Bäume rumlaufen. So, wo war jetzt die Quest? Hier beim Priester. Na, das war wegen den Inquisitoren, glaube ich, oder? Die wollten ja zum Bischof. Priester oder hat er auch immer was. Wir müssen noch so rein. So, da ist die Quest. Du machst mich ganz kirre. Niemand erwartet die spanische Inquisition. Warum versteckt ihr euch in einer Scheune? Irrelevant, es gibt eine Sekte gefährlicher Fundamentalisten, die das Fundament von Realität und Religion bedroht. Sie werden die Kugelwälzer genannt oder die Runden, die blauen Planeter. Ich mag Musik nicht wirklich. Sie sind keine Band. Hör mal, die Kugelwälzer sind eine Gruppe gefährlicher Irrer, die glauben, die Erde sei rund. Wie ein Morgenstern, aber ohne Stacheln. Wie ein Busen, aber ohne Nippel. Wie ein Arsch, aber ja, ich verstehe schon. Normalerweise würden wir sie einfach töten, aber sie sind wie Kakerlaken. Da gibt es immer einen mehr. Deshalb müssen wir ihnen das Gegenteil beweisen. Müssen die dazu zwingen, dass sie zugeben, dass sie falsch liegen. Also finde einen und entlarve ihre Theorien. Hier, wir haben eine praktische Liste mit unwiderlegbaren Ideen zusammengestellt. Eine Liste, aber nun gehe im Namen der Inquisition weiter. Ein Moment. Ach, stimmt, suche nach ihnen in der Nähe von Kirchen und Stadtmauern. Kannst du eine Minute warten? Verdammt nochmal, wie soll ich Ihnen klar machen, dass ich nicht lesen kann? Finde die Kugelwälder, suche in Kirchen und in den Stadtmauern. Viel Erfolg. So, dann suchen wir die mal. Kirche war ja hier vorne irgendwo. Genau. Ne? Hier noch nicht. Da war sie. So. Moin, seid ihr welche? Also bist du ein Kugelwäldler? Das hat mich verraten. Ich hatte eine Vorahnung. Bist du hier, um deine runden Augen zu öffnen und endlich die kugelförmige Wahrheit zu sehen? Ich bin hier, um zu beweisen, dass ihr ein Haufen Trottel seid. Aha, ein Aluhut. Ein Alu, ein Flachwälder. Es ist immer eine Freude, Leute wie dich in Verlegenheit zu bringen. Fort mit dir. Die Inquisition lässt grüßen. Ich soll dich töten, wenn du mir nicht folgst. Ich habe nichts dagegen. Du etwa? Oh, ich bin bereit, dir zuzuhören. Nimm den Kugelwälder mit zum Docks. Jo. Was genau machen wir hier eigentlich? Hast du bestimmte Dinge im Auge, die du präsentieren möchtest, oder? Ja, ich meine, nein, ich meine, vielleicht. Dann folge mir einfach, okay? Ja, wir reiten jetzt dahin. So. Ab zu den Docks. Wo genau zu den Docks? Oh, in die nächste Stadt, in die Hauptstadt. Toll. Ein weiter Weg. So groß ist die Map aber auch nicht, aber bis zur anderen Seite der Map ist schon ein weiter Weg. Moin. So, ja, einfach nur weiter geradeaus, okay.
finde irgendwie, hier sieht die Map viel detaillierter aus als auf der anderen Seite. Dass sie da einfach viel mehr Details hier auch an Straßen, okay, jetzt nicht an dieser Straße, bei den vorherigen gemacht haben. Wie hier jetzt. So was in der Richtung. Und jetzt müssen wir hier überqueren, dann hier, sagen wir mal ab hier, ab dem Marktplatz nach links, also nach oben. Aber auch die Entwickler haben das jetzt zuerst gemacht, so erstmal so quadratisch. Dann kamen die erst später hier auf die Idee, so, ne, lass mal eine vernünftige Stadt bauen, die eher nicht so quadratisch ist und so. Und dann, ja. Und ich drücke wieder Tab natürlich. Und die Musik hört auf. So, dann hier jetzt nach oben. Ich habe eben noch einen Schluck genommen. Und. Da sind die Docks. Zu dem da? Nö, irgendwie nicht. Also, Beweis 1, Nummer 1. Siehst du den Horizont? Ich sehe keine Kurve. Im Ernst? Hast du mich deshalb den ganzen Weg hierher gezogen? Oh Gott. Die Erde ist viel größer als das. Du kannst die Kurve nicht einfach so erkennen, auch wenn du die ganze Zeit in diese Richtung gehst. Ach ja, das wäre noch zu beweisen. Steig auf ein Boot, wir machen eine Spritztour. Steige in das Boot und segel zum Rand der Welt. Was? Kann ich hier einfach einsteigen? Hä? Wo kriege ich jetzt ein Boot her? Kann ich das dann? Oder muss ich den hier... Oh, wir haben wieder ein neues Schild. Okay. Ich für die Schnellreise. So. Sieht für mich nicht wie der Rand der Welt aus. Hm, das kommt mir seltsam bekannt vor. Moment mal, was? Wie zur Hölle? Wie ist das möglich? Also, ich will ja nichts sagen, aber hast du nicht gerade deine eigene Theorie widerlegt? Mist, das ist noch nicht vorbei. Verstehst du? Das ist ein Zufall. Verdammt, es muss doch einen anderen Weg geben. Los. So, jetzt können wir von hier auf die andere Seite. Nice. Mein Pferd ist da hinten. So. Jetzt muss ich irgendwie ein neues Panzerpferd klauen. Hallo. Panzerpferd, nice. Und der macht keine Fahndung, auch geil. So, dann reiten wir hier mal raus. Und auf zur spanischen Inquisition. Will da irgendwie weitermachen. Ich muss auch sagen, die Nebenquests hier, die sind auch mega geil. Schon lustig gemacht, auf jeden Fall. Ich feiere auch die Sprache von denen, ey. Die ist mega. Und egal welche Sprache du sprichst, die ist für jeden unverständlich. Also ist auch schon mal gut. So, da wären wir. Mit einem weiten Schuss. Ha, keiner hat ever. Ich weiß, hör einfach so aus dem Nichts aufzutauchen.
Oh, richtig, die Kugelwälder. Sie war nicht gerade überzeugt. Ich glaube, dass ihr Fall hoffnungslos ist. Diese ketzerischen Wahnsinnigen. Wie kann das möglich sein? War unsere Liste nicht ausreichend? Naja, das heißt, wir müssen den ultimativen Beweis ans Tageslicht bringen. Du wirst hiermit beauftragt, einige dieser Kugelwälder zu schnappen. Übrigens haben wir einen Ersatzgefängniswagen, den du benutzen kannst. Du weißt ja, wie es ist. Man kann nie genug davon haben. Unsere Agenten haben ihre Hotspots gefunden. Dorthin solltest du gehen. Eins sieht zwar eher wie ein Landstreichercamp aus, aber warum ich? Du bist die verdammte Inquisition. Ja, die spanische. Und wir sind uns nicht einmal sicher, was Spanien ist. Und oh, mach dir nicht die Mühe, sie hierher zu bringen. Wir werden dich finden. Erwarte uns oder auch nicht. Das wäre eigentlich vorzuziehen. Oh, herrlich, heilige Scheiße. Zumindest hoffe ich, dass sie gut bezahlen. From a baboon's bar.